Hallo, in diesem Video geht es um ein bekanntes logisches Rätsel, das so oft in den Interviews von Großfirmen gestellt wird. Es gibt sechs Hüte, drei davon sind weiß und drei davon sind schwarz. Und Person A kann die Hutfarbe von den vorderen Personen sehen, also sie kann die Farbe von B, C und D sehen. Person B kann die Farbe von C und D sehen und die Person C kann nur die Farbe von D sehen. D hat keine Informationen, also er sieht einfach die Wand. Person E sieht die Farbe von F und F wiederum sieht eigentlich so wie D keine Person. Also D und F haben keine Informationen. Und natürlich keiner kann seine eigene Hutfarbe sehen. Und die Frage ist, wer kann als erster die eigene Hutfarbe mit 100% Sicherheit erkennen? Es gibt ja 50%, 50%. Es gibt nur zwei Farben, schwarz oder weiß. Aber hier wollen wir, dass die Person sagt mit Sicherheit, welche Hutfarbe sie hat. Und Voraussetzung, dass alle sechs Personen perfekte Logiker sind. Also allein durch logisches Denken sollen die das herausfinden. So, ihr könnt an dieser Stelle das Video pausieren und selber probieren, die Lösung zu finden. So, wir fangen an mit einer Analyse. Also die Person A, sie hat die meisten Informationen, weil sie sieht ja drei Personen vor sich. Und sie kann die eigene Hutfarbe nur in zwei Fällen erkennen. Wenn zum Beispiel die vorderen Personen alle schwarze Farbe haben, dann kann die Person A mit Sicherheit sagen, dass sie weiß hat, weil es nur drei schwarze Hüte gibt. Und in dem zweiten Fall, wenn sie drei weiße sieht, dann weiß sie mit Sicherheit, dass sie schwarz hat. In allen anderen Fällen kann die Person A die eigene Farbe nicht mit 100% Sicherheit erkennen. Und in unserem Fall haben wir diese Konstellation, also B, C und D sind nicht alle gleich, also Person A kann das hier nicht. So, dann Person B, also wenn Person A nicht kann, dann hat Person B die Information, dass die Farbe von B, C und D nicht alle gleich sind, weil wenn die alle gleich wären, dann hätte A schon gewusst, mit Sicherheit welche Farbe sie hat. Also für Person B ergeben auch zwei Fälle. Wenn die Person B die vorderen C und D sieht mit gleicher Farbe, zum Beispiel in Fall 1, wenn die alle beide schwarz sind, dann weiß B mit Sicherheit, dass sie weiß hat. Und in dem zweiten Fall, wenn sie zwei weiße vor sich sieht, dann hat sie mit Sicherheit schwarz. Und in anderen Fällen kann Person B das nicht. In unserem Fall wieder, wir haben C und D unterschiedlich, also Person B kann hier nicht erkennen. So, und jetzt zu Person C. Also sie hat die Information jetzt, dass die Farbe C, also die eigene Farbe und die Farbe des vorderen, also D, nicht gleich sind. Und Person C kann ja die Farbe von D sehen. Also wenn sie weiß sieht, dann sagt sie schwarz. Wenn sie schwarz vor sich sieht, dann sagt sie weiß. Also Person C kann mit Sicherheit in diesem Fall als erster die eigene Hutfarbe erkennen. Also die Lösung ist Person C. So, hier haben wir auch einen Algorithmus für beliebige Aufteilung der sechs Hüte auf die sechs Personen, also Start in irgendeine Konstellation. Wir prüfen, wenn B, C und D gleiche Farbe haben, dann Also wenn ja, dann kann A mit Sicherheit als erster
seine eigene Farbe erkennen. Wenn nicht, dann muss B schauen auf C und D. Sind die gleich, dann kann B die eigene Farbe als erster erkennen. Wenn nicht, dann weiß Person C, dass seine eigene Farbe und die Farbe von D unterschiedlich sind. Und da er ja die Farbe von D sieht, also der nimmt die andere Farbe und kann ja als erster mit 100% Sicherheit seine eigene Hutfarbe erkennen. Und in unserem Fall hatten wir diesen Pfad, also B, C und D waren nicht alle gleich, also nein. C und D waren auch nicht alle, nicht beide gleich. Dann konnte C seine eigene Farbe erkennen. Und in diesem Fall wird er sagen, ich habe schwarz. So, und zum Schluss haben wir hier eine Verallgemeinerung. Also wenn wir jetzt 2n, also die Anzahl der Personen, also in unserem Fall war ja 6, die Hälfte davon, also n ist ja die Anzahl der weißen Hüte und schwarzen. Und die Blickrichtung ist ja nach von links nach rechts. Also für den Fall n gleich 2, dann ist die Person an der Stelle, an der zweiten Stelle, diejenige, die als erste ihre eigene Hutfarbe erkennen kann. Hier ist unser Fall, n war ja 3, also Person C heißt die Person an der dritten Stelle von links nach rechts. N gleich 4, also die vierte Stelle und so weiter. Also man kann das auch so darstellen, dass die Person, die Richtung Wand guckt und zwischen der und der Wand eine Person gibt. Das ist die Person, die zu 100% Sicherheit ihre eigene Hutfarbe erkennen kann. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke.